Wiederhergestellte Trainingspunkte. 10 Strategieressourcen. Zusatzquest, ein Bollwerk, das der Feind verlassen hat. Zusatzquest, eine große Gefahr. Alle Gegner werden besiegt. Petra ist jetzt auf 11. Lassen wir die nochmal so. Inventar, aber die Petra kriegt ein anderes Schwert. Wobei die schon Eisenschwert plus 6 hat, ne? Ist die Haltbarkeit geringer, aber hat halt Gift mit drin. Irgendwie Rüstung? Schamring. Scham auf 2, ja gut, das bringt mal halt nichts. Bataillon hat sie ja auch noch dabei. Tiefer Fall, Schnellschlag. Ich glaube, da mache ich lieber Zornesschlag. Und statt Schnellschlag. Achso, ich habe jetzt wahrscheinlich gar nicht wirklich gewechselt. Ey, egal, das passt schon. Nosferatu. Sauron, fortgeschrittene Blitzmagie, geradeaus vor, Donner. Achso, ich habe jetzt im Prinzip bloß das eine, das andere. Wow. Feuerlevel 1, ist auch bloß gerade. Ja, dann machen wir lieber Nosferatu, passt schon. So, aber warte mal, wir können doch bei der Petra noch was anderes schauen. Das da. Samer, nee. Axtvernichter auch nicht. Gewährt eine Stufe höher und voller gegenüber Äxten. Ah, okay. Ja, machen wir einfach so weiter, ehrlich gesagt. Los. Let us go. Striking swiftly is our best chance. I'll help you to the best of my ability. Meager though it may be. Golem! Wir müssen genau wechseln, ey. Axtschwert oben. Schick mal sie dann über. Warte mal, dann schickt mir die Bernie zu uns rüber. Und der ist scheinbar gegen Magie, Faust und Axt. Warte mal, jetzt können wir ja dann. Here I go. No mistakes. Nee, warte mal, du schnappst dir den. They must learn. Are you sure? Sehr schön. Aber Petra befindet sich in Schwierigkeiten, ist auch nicht so geil.
was lacking caution. So, jetzt hat aber. Boah, so, weil da so viele aufgetaucht sind. Alter, was wisst denn du ständig von mir, Alter, ihr scheiß Spastis? Ah. Boah. Und weg mit dir. Ach ne, der hat noch ein Leben. Ey, Alter. Der Faustkämpfer gibt mir auf den Sack. So, jetzt hat aber. I'm alive, which means I can finally go home. Alter, war das nervig jetzt mit dem Typ mit dem Golem. Questbegeisterter. Ah, sehr schön. Ah, die Dorothea wäre fast ein Level aufgestiegen. Echt, die Bernie? Na gut, ich hatte die eine Truppe halt im Prinzip komplett alleine niedergemetzelt. Sehr schön. Läuft. Feinde haben bereits den Rückzug angetreten. Nützliche Gegenstände. Schmiede hat bescheidene Möbel. Sehr schön. Verfallenes Haus. Was, ich bin zu alt für Schlachtfeld, aber lasst mir euch das geben. Wissen? Oh. Eine Einheit der Erhöhung von Stärke. Petra? 12 hat sie auf 5 hoch. Alter. Edelgard. Freiwillige Kavallerie, freiwillige Schützen. Ihr Eigentümer tauscht mit ihr einige Waren. Benedikt Albina Hering. Ja. Aha. Einfach eine Schütze im Belaubnisseck anzuschließen. Großer Gegenstand, ich will auch schützen. Das sollte uns ermöglichen. Ernsthaft.
Feuerschutz der Schützen. Bewährter Ritter brauche ich da, aber da habe ich keinen. Gehen wir erstmal wieder zurück. Auszeichen verfügbar, weil Dinger weiter war. Greetings. Welcome. Achso, kommt er schon noch, okay. Wahrscheinlich erst im nächsten Gebiet dann. Da. Allow me to assist with any matters regarding the Schmiede, Freizeitplatz, Bataillonsgilde, kann ich alles machen. Sehr gut. Markt, außer im Marktplatz. Schmiede. Bessere Schmiedeausrüstung, bessere Übungswaffen. Da kann ich nochmal einen mehr mit hinschicken. Oberstufen. Ah, fuck. Übungswaffen mit höherer Qualität verringert die Kosten für die Levelerhöhung etwas. Das wäre doch mal wichtig. Schmiede 0 von 18. Verringert Kosten des Schmiedens. Freizeitbereich, Bataillonsgilde. Halte Vorzeitqualität. Ausdauer. Über die Anzahl der Bataillons, die du anheuern kannst. Und wird mit Verhandlungen zu den bestehenden Verträgen durch und senkt so die Wartungskosten. Verringert die Kosten für das Anheuern etwas. Versorgungsdepot. Materialien zu sammeln. Finde ich gut. Wenn du den Kampf abschließt, werden Ressourcen automatisch ins Versorgungsdepot gelegt. Erlangen diese Ressourcen wieder, bla bla bla, okay. Er hört noch mehr Wasser einsammeln, durch die Auswahl an handelsfähigen Items. Warum leuchten denn die eigentlich, wenn ich die... Ah, okay. Erhöht die Effektivität der Trainings fürs Klasse, die Schwerter einsetzen. Boah, was machen wir denn da? Was macht man da? Unsere Magier? Nee. Das geht ja nicht. Nee, da brauche ich das nächste erst. Ja, komm, Schwert. Freizeitbereich kann ich trotzdem noch machen. Anzahl der Gerichte, die du kochen kannst. Also geht eh nicht. Erfolg beim Kochen etwas, heuert Diener an, der andere. Erhöht die Chance auf Erfolg bei der freiwilligen Arbeit etwas. Dein Lager hat Level D erreicht, dein Vorrat an Trainingspunkten und Aktivitätspunkten wurde erhöht. Ach, stark. Ich kann die Bataillonsgilde trotzdem erhöhen. Achso, weil ich knapp mit Insignien habe, ne? Die Ausdauer der Bataillone immer so. Let me know if I may be of further service. Well, Auszeichnungen. 25 Veredelungssteine, sehr schön. Feinste Magiekräuter. Any result's a good result. So, dann haben wir jetzt das eigentlich, ne? Boah, wir haben immer noch 4 Trainingspunkte. Time to work you into shape. Level up. Hubert. Machen wir ihn noch mal alle auf 10. Na, komm, fertig. 1000, Alter. Aber wir haben ja auch noch Gold zum Verkaufen, fällt mir ein, ne? Great thing. Ich vergesse immer, dass ich das gedrückt halten muss. Alter, Kasper ist halt erst auf 3. I think I'm. Monika ist auch noch 5. Manuela und Jeritza interessieren mich eigentlich nicht. Wobei der Jeritza schon. Ja, man kann halt immer nur 4 mitnehmen. Das ist das, was mich ein bisschen stört. Ja, komm, mach meinen Kasper auch noch hoch. Trainieren. Wenn ich mal zusammenstecken will, ist die Edelgard.
Und ein Ding. Lassen wir die zweimal, lassen wir die auch. We must work together and improve. Gut, super, perfekt, gut. This power will serve me in the times to come. Aschenglut. A useful skill. Even a mule will eventually reach its death. This should come in handy. Only thorns. Okay. Machen wir weiter. Als ob das Ding schreiben könnte. Super, gut. Ah, okay, Unterstützungslevel C. Unterstützungsgespräch. Oh, weh. Der Rusty und Monika? Okay. Bin mal gespannt, was bei denen so abgeht. Is that Lady Dorothea? Oh, it is. Hello, Monica. Oh, is something wrong? Well, I was wondering. Are you the same Lady Dorothea who is known as the mystical songstress? Well, yes, I suppose I am. Did you not know that? Not at first, though it made perfect sense once I finally realized it. I find it difficult to believe it's really you. Well, I'm certainly not doing a lot of songstressy things here in the army, so I'm not surprised it took you a bit to put two and two together. But it should not have taken me this long. You have the same name, and you carry yourself in the same dignified manner as the Lady Dorothea I saw in the Capitol. I can't believe you're right in front of me. The excitement is so great I can barely stand. Oh, please, that's all in the past. Now I'm just another one of your allies. No, you're different. There wasn't a girl in the Capitol who didn't want to be you. I spent years trying to find a ticket to one of your performances. But when I finally found one, I ended up in a seat where I couldn't see the stage very well. It was so far back, I could barely even make out your face. Or the rest of you, for that matter. That's likely why I failed to recognize you at first. Well, I'm certainly pleased you came to see me. And I'm sorry the seat was less than ideal. Oh, but the costumes and stagecraft were more gorgeous and stirring than I ever could have imagined. Your songs captivated me. They reached out from the center of the stage, all the way back to me in my little corner of the opera house. Just thinking about it puts a smile on my face. You were a more passionate listener than I would have imagined, Monica. Oh, my apologies, Lady Dorothea. I was sort of carried off by a wave of memories there. It's fine, but can we maybe stop with all of the lady stuff? I find it a little unsettling. Well, all right, Dorothea. You know, I'm somewhat surprised you didn't return to the opera company once the war broke out. You're not the only one. Adi and I being classmates was a big part of why I stayed, but suffice it to say that a lot happened, and now I'm here. It's a great honor to fight alongside you, Lady Dor... Dorothea. Maybe I should just return the favor and start calling you Lady Monica. Die Monika kann schon echt, die Ding kann schon echt fies sein. So, dann haben wir eigentlich noch das andere Zeug, aber das können wir ja dann eigentlich alles ein anderes Mal machen. Hauen wir noch irgendwas weg? Warte mal, Kriegskarte. Könnt ihr eigentlich noch schnell das wegmähen, oder? Verteidigung des Rowe-Bollwerks. Gegner auf Level 14. Dafür ist noch genug Zeit. Flo haben wir eigentlich. Okay. Wow. Lass einen festgelegten Zeitspiel vergehen, nachdem die Gegner angefangen hat, die Windmühlen Dorfruinen anzugreifen. Bedingung für Niederlage. Für die Petra kommt Chess rein. Wobei Chess ist halt auch schon auf 17, ne? Kaspar, die scheinen mal einen guten Stand. Bei ihr geht's.
Sie hat eigentlich auch relativ viele, die wo sie platt machen kann. Wie schaut's beim Chess aus? Ist gar keiner da, bis auf welche, die wo schlecht für ihn sind. Jeritzer hat welche da, die wo... Ah, da ist aber viele, die wo echt gut gegen ihn sind. Vielleicht soll ich doch einen Chess mit reinnehmen. Wollen wir mal kurz das Inventar noch checken beim Kaspar. Eisenpanzer Hände 4. Okay. Ah, komm, scheiß drauf. No guts, no glory. Oh yeah, it's time to fight. So, ihn schicken wir gleich mal drunter. Sure, let's try it. It's Bernie's time to shine. Sure, hope this goes okay. Leave this one to me. That's my cue. Here I go. Oh, die sind alle schlecht für sie. Dann warte mal, gehst du dann auf? Leave this one to me. That's my cue. Here I go. No mistakes. They must. I'll help you to the best of my ability, meager though it may be. Die anderen machen das schon. Sie Truppen der Mönche bevor den Durchbruch im Dorf schaffen. Okay, die Dorothea kümmert sich um den, okay. A taste more bitter than blackest coffee. That was easy. Alter, er macht halt die komplett alleine platt, weil der so einen Vorteil gegen die hat. Reicht das schon? Ja. Sehr befindet sich Schwierigkeiten, warum? Ah, es geht sehr gut. Ja, die Dorothea hat halt einiges verloren, ne? Okay, da unten, besiege Kavallerienstelle, Rekrutierung sicher. Der hat voll einen Nachteil gegen die, ne? It's Bernie's time to shine. Sure hope this goes okay. Here I go. No mistakes. Der unten kämpft gerade gegen die Kavallerie. Hol dir den. Learn who they're up against. Not
So this is defeat. I'm sorry. Please let us take this place down. I need somewhere to hide. It's not got this. Not yet. I got this. Whoa. Warte mal, was? Ah, fuck, das ist schon wieder eine... Das ist ja schon wieder eine zum Verteidigen. Ich dachte, wir bekämpfen Ding. Alter. Ich muss öfter darauf schauen, dass grüne Dinger einfach irgendwas mit Verteidigung sind. Heiliges Königreich Fergus Graf, irgendwer. We're not losing to anyone. Sieg Graf, okay, das ist jetzt nur den Grafen besiegen. Sind wir da oben? Jetzt schon wieder Kaspar. So, dann ist der auch da. Ja, hält aber auch viel aus, ne? Das passt alles. Bezieht gerade auf Geld und sichere den Sieg. Ja, das macht die Edelgard alleine. Yes,
Follow me, everyone. I got this. I'll have to work extra hard if I want to keep up with you, Edelgard. Not yet. Position secure. So. Onward and upward. Hui. Ah, sehr schön. Und die Edelgard, weil sie halt den letzten Fuzzi gekillt hat. Stimmungskanone 2. Ich müsste vielleicht dann doch mal auf eine andere Stufe umstellen. Ah, sehr schön, auf den Kohle. Ja gut, wenn jetzt dann hier nichts mehr weiter ist. Doch, die Sachen können wir uns noch holen. Könnt ihr es mir bringen? Ich werde euch dafür belohnen. Hammer. Pfirsichsorbet. Du verschämten Zoll verlange ich. Ich werde mich gänzlich kooperativ zeigen. Geld zurückgeben. Tötet mich nicht. Baumaterial, Haus, ihrer Lizenz. Einrichtung ist erweiterbar. Ist dann 16. Flinke Karotte kriege ich dann und Mittelstufensiegel. Alles klar, immer diese flinken Karotten, ne? So, dann bedanke ich mich an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. Ich speichere jetzt trotzdem nochmal. Und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von Fire Emblem Warriors Three Hopes. Ich kann mir den alten Namen nicht abgewöhnen, ey. Macht's gut und Servus.